Also ich komme gerade eben vom Joggen, war nichts Besonderes. Sind 7,2 Kilometer gewesen. Ich war jetzt zum zweiten Mal joggen seit ungefähr 5 Monaten. Es war trotzdem 4,27 Pace. Also das ist für die, die mit der Zahl nichts anfangen können. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das in km/h jetzt ist. So schnell umgerechnet. Auf 4,27 Paces auf 10 Kilometer. 40 Minuten wären unter 45 Minuten. Irgendwas mit 44 Minuten. Und das war jetzt, ja, chillig gejoggt, sage ich mal. Und das nach ungefähr 5 Monaten Pause. Ich war ungefähr einmal im Monat joggen oder so. Und das jetzt beim zweiten Lauf, eine 4,27 Pace. 7,2 Kilometer. Fand ich jetzt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Auch dafür, dass ich heute Essen fehlkombiniert habe und auch schon Krafttraining gemacht habe und dass wir ziemlich spät haben, ich eigentlich schon müde war. Aber ich wollte, oder ja, ich wollte den Lauf unbedingt machen, weil ich jetzt dann auch 3 Tage zum letzten Lauf zurücklagen. Aber das Coole war, ist, was ich dabei erlebt habe, genau in dem Moment, auf wetter.com davon stand nichts, oder halt, als ich 15 Minuten schon beim Laufen war, ist ein Gewitter aufgekommen, ziemlich heftiger Regen, immer abgewechselt mit ziemlich heftigen und auch schmerzhaften teilweise Hagel, sehr viel Wind, mein Gesicht ist eingefroren dabei, sehr viel Gegenwind. Der Regen war so laut, dass du nichts mehr anderes gehört hast. Dann kam aber, beziehungsweise der Wind war schon so laut und der Regen kam aber so heftig, dass er noch lauter war als der Wind. Und dann kam auch noch Blitze und so weiter und der Donner kam schon ein paar Sekunden nach dem Blitz, also ziemlich nah insgesamt. Und das Coole war, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Also trotz, dass ich gemerkt habe, dass mein Gesicht so ein bisschen eingefroren ist und so weiter, das irgendwie hat mich das überhaupt nicht gestört. Mir war auch überhaupt nicht kalt, obwohl ich das gemerkt hatte, dass das irgendwie eingefroren ist. Also halt so wie man halt ein Eis isst oder so, noch nicht. Also wenn man Eis zu schnell isst, aber der Effekt war nicht ganz so stark. Und dann bin ich auch stehen geblieben, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mir das gerade irgendwie total Energie gibt, dieser Wind und diese reine Luft irgendwie. Und dann habe ich auch überlegt, beziehungsweise mich daran erinnert, stimmt ja, wenn die Luft ionisiert ist, habe ich gelesen, dass die Qi-Energie höher ist. Das hatte ich dann halt gespürt und ionisiert wird das halt durch Blitze zum Beispiel. Und da bin ich halt stehen geblieben, habe richtig schön genossen, richtig schön eingeatmet, durchgeatmet und so weiter. Und bin dann halt so geschlendert für ein paar Sekunden. Und dann habe ich auch so nach links geguckt und da kam auch direkt ein Blitz und den habe ich dann in seiner Vollheit, keine Ahnung wie ich es beschreiben soll, in seiner Ganzheit genau gesehen. Und das Geile war, es hat mir auch überhaupt nicht in den Augen wehgetan oder so. Ich konnte einfach genau in den Blitz reingucken und habe den voll gesehen, habe gesagt, oh ja, aha, ein Blitz. Und irgendwann später, als dann halt noch mehr Blitze kamen, man erschreckt sich auch gar nicht, weil die Reaktionen sind einfach so schnell. Wenn der Blitz kommt, hat man es direkt registriert und weiß, aha, ja, Blitz, okay, weiterlaufen. Das hat einen überhaupt nicht überrascht oder irgendwas. Und das war das Coole. Ich war dann zwar so auf dem offenen Feld, und dann bin ich halt nach ein paar Sekunden schlendern doch bei dem Blitz wieder weitergegangen, einfach aus Vorsicht. Angst oder so habe ich da auch überhaupt nicht, weil ich daran glaube, dass wenn man Angst vor etwas hat, dann manifestiert die Situation sich viel schneller und habe ich auch die Erfahrung schon gemacht. Zum Beispiel, als ich einem Wildschwein beim Laufen begegnet bin. Es war aber früh morgens und ich habe es wahrscheinlich gerade beim Pennen oder so gestört. Und es hatte wahrscheinlich auch Junge, weil Wildschweine, oder ich habe es einfach nur beim Pennen gestört, aber Wildschweine sind an sich in der Regel nicht aggressiv. Es war am Waldrand und das Wildschwein war auch relativ, also es hat sich angehört wie halt 2, 3 Meter von mir entfernt, aber es war so dunkel, dass ich nichts sehen konnte und ich laufe auch immer ohne Licht und sowas, auch wenn ich im Wald laufe nachts.
Und es hat dann richtig tief gegrunzt und so weiter. Und meine erste Reaktion war, ich bin stehen geblieben. Also die allererste Reaktion war natürlich halt wegrennen, klar. Hat man so, aber ich bin trotzdem sofort stehen geblieben und habe dann meine Angst komplett gelöscht, weil ich auch in dem Moment wusste, das Tier riecht wahrscheinlich auch noch die Angst und dann manifestiert sich die Situation eher. Also gehe ich langsam, chill, zeigt, dass ich keine Angst habe und gehe ganz normal weiter. Das war schon trotzdem anstrengend. Das ist jetzt 2 Jahre her. Also es war schon eine Herausforderung geistig, trotzdem dann so langsam so ruhig zu bleiben, weil es so direkt neben einem war, richtig tief gegrunzt hat und Wildschweine, wenn die Hauer durchs Bein ziehen, dann verblutest du, bevor ein Krankenwagen ankommt. Und dann hat das Wildschwein auch nur so geschnurrt. Im Sinne von, ja, hast du ja nochmal Glück gehabt. Oder am nächsten Mal, wenn du mich nochmal störst, ja, dann hau ich dir einen rein oder so. So hat das dann geklungen. War auch eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Aber das Coole ist wirklich, mit dem Rohkostreinigungsweg geht man immer mehr aus dieser dritte Dimension raus, einfach in zum Beispiel halt, wie ich gesagt habe, man guckt direkt in den Blitz und es interessiert dann einfach gar nicht, es tut einem nicht im Auge weh oder sowas. Man spürt den Regen nicht, die Kälte nicht, den Wind nicht, das ist einem einfach total egal. Das berührt einen einfach gar nicht mehr. Und das ist auch das, was Arnold Ehret beschreibt, dass er irgendwann kein Empfinden mehr hat für Hitze oder Kälte, das einfach total egal ist. Und das habe ich halt auch schon bei meinem ersten Saftfasten gehabt, dass ich 4 Stunden am Stück, obwohl ich halt genauso käseweiß wie jetzt, ungefähr 4 Stunden am Stück lag ich dann in der Sonne und habe mich sonnen lassen und mich hat es überhaupt nicht gejuckt. Und das ist das, wo man, der Körper ist einfach immer weniger an diese physisch messbare Dimension verankert, also in die dritte Dimension. Und das ist eigentlich so, dass das wahre Aufsteigen, wo man immer mehr aus dieser Dimension rausgeht, wenn man den Teufel in sich quasi austreibt, der einen gefangen hält in dieser Dimension und der auch noch weitergehen will und die Hölle auf Erden schaffen will. Und der Teufel in uns, das ist wirklich nicht unbedingt bildlich, das ist real gesehen, das sind die ganzen Parasiten, die auch die komplette Matrix geschaffen haben. Habe ich im letzten Video schon kurz erwähnt gehabt. Und sie ist mit der dritten Dimension und der physischen Realität und so weiter ist auch alles zur Matrix gehörig und eigentlich sind wir in der fünften Dimension zu Hause, sage ich mal, als Lichtwesen. Und mit dem Rohkostreinigungsweg, wenn man sich immer feinstofflicher ernährt, dann hat man auch halt diese Erlebnisse, dass man immer mehr aus dieser dritten Dimension halt rauskommt, dass einem solche Sachen überhaupt nicht mehr berühren und so weiter. Was habe ich heute gegessen, kann ich kurz erzählen. Ich habe halt diesen Hummus gegessen mit, ja, aus Lupinen, wo keine Kalorien drin sind, mit ein paar Salatblättern. Aber mein Gesicht ist jetzt ein bisschen aufgedunsen, das habe ich nicht gemerkt. Ich hatte da noch im Keller stehen noch eine Tahin-Gedöns irgendwie und da war irgendwie Salz drin, warum auch immer. Keine Ahnung, das hatte ich nicht beachtet gehabt und weil ich mich auch nicht aufs Essen leider konzentriert hatte, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Mir ist dann nur irgendwann aufgefallen, wie mein Gesicht aufgegangen ist irgendwie und wie ich Wasserentladung auch am restlichen Körper hatte. Und da fühle ich immer total Energie, aber trotzdem war ich beim Laufen so gut, das hat mich dann auch gewundert. Aber ich strenge mich jetzt auch wieder insgesamt mehr an und ich kann auch mehr reinhauen. Also meine Bremsen habe ich jetzt, meine inneren Bremsen habe ich wieder gelöst. Die habe ich mir angewöhnt im Fasten, wenn man halt wirklich sehr stark runterfahren muss, nicht so viele Mineralstoffe brauchen sollte und Ruhe braucht und sowas. Und das habe ich so weit getrieben, dass ich das erstmal wieder rauskriegen muss und jetzt auch mehr checken muss. Ja, ich kriege jetzt die Mineralstoffe wieder, du kannst ruhig reinhauen, auch wenn sich das erstmal unangenehm anfühlt, dass ich jetzt wieder in die unangenehme Sachen reingehe. Viele Rohkostler haben auch das Problem, dass denen die Stimulation fehlt, weil Kochkost halt stark stimuliert und deswegen sehen viele Rohkostler auch meiner Meinung nach aus wie Lappen, jetzt ohne jetzt negativ gegenüber den Menschen zu sein oder so. Nur so sieht das für mich aus und das ist für mich, weil die sich halt nicht bewusst sind, dass sie nicht mehr stimuliert werden und dass man sich jetzt stärker aus sich selber heraus motivieren muss, dass es ein Teil auch des Reinigungsweges und des Aufstiegsprozesses ist. Und deswegen ist Rohkost auch nichts, was feststehend ist oder
wo es das Ende ist, sage ich mal. Wie gesagt, ich habe diesen Lupinenhummus gegessen mit Salatblättern, dann habe ich ein paar Orangen gegessen, ich glaube 6 Stück, so ein Kilo Orangen, 800 Milliliter, sind circa 350 Kalorien, mit den Salatblättern und Hummus haben wir vielleicht 150, weil da halt so nur das Tahin war, das bisschen, das waren 2 oder 3 Teelöffel. Sind es halt nur Gewürze, Kräuter, Zucchini, ja. Dann hatte ich dann noch was gegessen. Ja, ich hatte zur Erdung, oder weil ich Bock hatte, habe ich mir noch Mandelmus ein bisschen gemacht, das 100 Gramm Mandeln. Ach ne, war die Hälfte, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, 50 oder 100 Gramm. Okay, das hat schon einige Kalorien, Fettkalorien. Wenn es 100 Gramm gewesen sind, 600 Kalorien, also vielleicht insgesamt 1000 oder so. Also irgendwas zwischen 700 und 1000, und das meiste war wahrscheinlich noch aus fettigen Mandeln, und trotz den Mandeln, trotz des Salzes, trotz dass es so spät war und ich müde war und so weiter, war trotzdem die Zeit gelaufen. Also es kommt nicht auf die Kack-Kalorien an einfach. Kalorien ist einfach eine Scheiß-Illusion. Ich will damit niemanden vors Gesicht stoßen oder so, aber ich kann da einfach nicht mehr dran glauben. Und auch nach 5 Monaten Pause und so weiter, eine 4,27 Pace, beim zweiten Lauf, auf 7,2 Kilometer, was letztes Jahr noch meine Bestzeit war, auf 10 Kilometer diese Pace, diese Geschwindigkeit zu halten, und das war für mich noch lockeres Joggen und dann auch noch trotzdem Wind und hast nicht gesehen. Ich werde dieses Jahr auch auf jeden Fall Wettkämpfe laufen, also das kann ich nicht angehen. Dann kann ich auch mal ein paar Ergebnisse präsentieren. Aber wie man aufsteigt, ist jetzt wahrscheinlich oder vielleicht oder hoffentlich auch klar. Das wollte ich kurz raushauen und bis zum nächsten Mal.